Moin, Freunde der liberalen Sache, männlichen und weiblichen Geschlechts. In 2 Wochen sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und ich lese und höre immer wieder, bei diesen Wahlen werde es um den Bundesvorsitzenden Philipp Rösler, um die Existenz der FDP gehen, die Wahl sei eine Schicksalswahl. Ich hatte immer schon Zweifel an der journalistischen Schwarmintelligenz. Aber ich kann sicher sagen, dass die Wahl in Schleswig-Holstein ausschließlich über das Schicksal der Menschen in meinem Bundesland entscheidet, dass die Wahl die Frage klärt, wie es in den nächsten 5 Jahren politisch weitergeht in zentralen Fragen, die das Leben der Menschen berühren. Und ich sage auch hier und jetzt, wir, die gesamte Partei unter Führung des auch von mir gewählten und von uns getragenen Bundesvorsitzenden, wir werden die Wahlen gemeinsam gewinnen. Und seit gestern sagen wir Philipp und Wolfgang zueinander. Bevor ich auf einige inhaltliche Fragen eingehe, möchte ich etwas zum Selbstverständnis meiner Partei sagen, der ich seit 41 Jahren angehöre. Selbstreflexion ist wichtig, dauerhafte Selbstbeschäftigung tödlich. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sich früher zur FDP bekannt haben und geradezu flehentlich darum bitten, wieder eine Heimat bei den Liberalen finden zu können. Deshalb wünsche ich mir nicht nur im Wahlkampf meine FDP, die sich als Partei neu besinnt, neu findet und auch neu ordnet. Wir sind die Partei der Freiheit, allerdings nicht der ungebundenen, ungezügelten und grenzenlosen Freiheit, sondern die Partei, die Freiheit und Verantwortung miteinander verbindet. Und das heißt eben, Menschen zu befähigen, zwischen Alternativen wählen zu können, ihnen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu geben, dies zu tun. Wir akzeptieren Unterschiede und wollen keine Gleichheit, weil Gleichheit eben nicht gerecht ist, sondern ungerecht. Sie wird der Vielfalt und Einzigartigkeit von Begabungen und Fähigkeiten der Menschen nicht gerecht. Wir wollen keine gleichen Ergebnisse, aber gleiche Chancen für alle, unabhängig von Stand, Herkunft oder Vermögen. Es ist die Vielfalt und nicht die Eintönigkeit, die das Leben so lebenswert macht und Humus für gesellschaftlichen Fortschritt bildet. Wir sind die Partei der Vernunft, zukunftsorientiert, fortschrittlich und tiefgreifend optimistisch, dass die Menschen mit ihren Befähigungen Krisen meistern und Probleme lösen können. Wir sind eine Partei mit Grundsätzen, aber diese Grundsätze führen nicht dazu, dass wir kompromisslos sind. Und wir sind eine Partei, die einen starken Staat will, der Regeln setzt, sie aber auch durchsetzt, unabhängig von Stimmungen, Strömungen oder Größe. Ein starker Staat weiß, dass eine Funktionsfähigkeit auf der Akzeptanz der Menschen beruht. Und ein starker Staat akzeptiert die Privatsphäre seiner Bürger und lässt ihnen auch materiell den Raum, die eigenen Lebensentwürfe umzusetzen. Liebe Freunde, seit 2009 haben uns ca. 2/3 der Menschen den Rücken gekehrt, die uns ihr Vertrauen geschenkt hatten. Dies kann mit einer falschen Politik und oder mit einer falschen Kommunikation zu tun haben. Verantwortlich jedenfalls sind wir und nicht diejenigen, die sich von uns abgewandt haben. Ich glaube, dass wir in der Gefahr standen und stehen, nicht mehr zu erklären, was das Ergebnis eines Prozesses sein soll, dass wir uns vielmehr darauf beschränken, die Mühsal des Prozesses zu beschreiben in der Partei, in der Koalition oder in der Gesellschaft. Wir erläutern die Mittel, nicht den Zweck. Selbstverständlich kann man formulieren, dass wir Steuersenkungen für richtig halten. Aber ist das ein Wert an sich? Gilt dies immer und überall? Das Steuersystem eines liberalen Staates muss so ausgestaltet sein, dass die Menschen jedenfalls mehr als die Hälfte dessen zur eigenen Verfügung haben, was sie erarbeiten. Aber es muss auch so ausgestaltet sein, dass die öffentlichen Aufgaben finanziert werden können, auf deren Erfüllung die Menschen einen Anspruch haben. Wir sind nach der Bundestagswahl angetreten, ein einfacheres, gerechteres und niedrigeres Steuersystem zu entwickeln.
Und wir sind hier, seien wir ehrlich, auf ganzer Front stecken geblieben. Aber was spricht dagegen, liebe Freunde, ein einfacheres Steuerrecht bereits dadurch umzusetzen, dass bei der Mehrwertsteuer sämtliche Ausnahmetatbestände gestrichen und der Mehrwertsteuersatz auf 16% gesenkt wird? Und ich sage, dies ist meine persönliche Meinung und die Meinung meines Landesverbandes. Was spricht bei einem gerechteren Steuersystem dagegen, die kalte Progression und den Mittelstandsbauch zu beseitigen und hierfür auch die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 49% bei signifikanten Einkommensgrößen von 250.000 bzw. 500.000 Euro zu verwirklichen? Und, liebe Freunde, kann es eine Steuerniveausenkung auf absehbare Zeit überhaupt geben, wenn wir doch die Neuverschuldung ausschließen und gleichzeitig mehr Geld in die Bildung investieren wollen? Ich komme aus einem Land, bei dem von Verfassungswegen in 10 gleichen Jahresschritten das strukturelle Finanzierungsdefizit von knapp 1,3 Milliarden Euro auf null reduziert werden muss. Wir können strukturelle Einnahmeausfälle durch Steuersenkungen überhaupt nicht mehr verkraften, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Und wir müssen dieses Ziel erreichen, liebe Freunde, weil dies auch unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen ist. Das Ergebnis von mehr Schulden ist nicht mehr Wohlstand, sondern Perspektivlosigkeit. Und ich finde, meine liebe neue Freundin Birgit Homburger, ich finde es ungeheuerlich, dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg mehr Schulden machen will, weil er nicht die Kraft aufbringt, in seinem Haushalt zu sparen. Und ich finde es unglaublich, dass die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen ihre Verantwortung auf das dortige Verfassungsgericht delegiert und den Menschen erklärt, ich, Frau Kraft, würde ja gern durch noch mehr Schulden etwas für euch tun, nur die bösen Richter oder die böse FDP haben dies verhindert. Der Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein möchte heute mehr gute Schulden machen, um in der Zukunft schlechte Sozialleistungen einzusparen, so seine Kernbotschaft. Aber es gibt keine guten Schulden. Und wir können an Griechenland, Portugal und Spanien sehen, dass mehr Schulden im Ergebnis zu einer größeren sozialen Schieflage führen, als eine vernünftige, auch auf Effizienz der öffentlichen Mittelverwendung ausgerichtete Politik. Christian Lindner und unsere Freunde in Nordrhein-Westfalen formulieren Entschuldung vor Entlastung. Lieber Christian, man könnte aber auch sagen, Entschuldung ist Entlastung, und zwar Entlastung der jungen Menschen, die mit dem fertig werden müssen, was wir ihnen hinterlassen. Liebe Freunde, auch wir in Schleswig-Holstein kämpfen für eine auf Wachstum ausgerichtete Politik. Nicht Schuldenwachstum, sondern Wirtschaftswachstum. Nicht Wachstum irgendeines Wohlfühlproduktes, sondern Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Wirtschaftliches Wachstum schafft Wohlstand, schafft Arbeitnehmereinkommen und ausreichende öffentliche Einnahmen. Wir müssen die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum erklären und die Menschen dafür begeistern, dass sich hierfür jede Anstrengung lohnt, weil auch das Ergebnis ihnen zugutekommt durch Arbeitsplätze, durch Einkommen und durch Lebensqualität. Schleswig-Holstein ist seit Mitte der 90er Jahre im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern weniger stark gewachsen. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt hat sich unterdurchschnittlich entwickelt. Hätten wir nur die durchschnittlichen Wachstumsraten der westdeutschen Bundesländer erreicht, Schleswig-Holstein hätte im Jahre 2011 ein um knapp 7 Milliarden Euro höheres Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, mehr und bessere Arbeitsplätze, höhere Arbeitnehmerentgelte, aber vor allem auch Steuermehreinnahmen aus eigener Kraft in Höhe von 492 Millionen Euro. Ich erläutere den Menschen in Schleswig-Holstein gerade, dass wir bereits heute unseren öffentlichen Haushalt ohne Neuverschuldung planen und vollziehen könnten oder alternativ, was wir alles im Bereich von Bildung und Verkehrsinfrastruktur investieren könnten, wenn uns diese Mittel zur Verfügung stünden. Und ich sage immer wieder, es ist euer Wachstum, das hier durch politische Kräfte verloren geht, die keine Verkehrswege mehr bauen wollen, keine Gewerbeansiedlung zulassen oder Gewinne für Volksbetrug halten. Es sind eure Lebensmöglichkeiten, die hier verschüttet werden, und die FDP ist die einzige Kraft, die nicht nur wirtschaftliches Wachstum will, sondern auch für dessen Voraussetzungen kämpft.
Liebe Freunde, es wird immer der Eindruck erweckt, Liberale seien für das freie Spiel der Kräfte, für ungeregelte Märkte und Verfechter des Grundsatzes, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Warum erklären wir nicht oder zu wenig, dass Liberale immer schon dem Markt als Ordnungsinstrument misstraut haben, da sie wissen, dass Wettbewerb nur nach Regeln funktionieren kann, an die sich alle halten? Es waren Liberale, die das Kartellrecht geschaffen haben. Es waren Liberale, die das Wettbewerbsrecht geschaffen haben. Und es müssen Liberale sein, die dokumentieren, dass Regeln und Grundsätze auch durchgesetzt werden können. Wenn ich heute höre, dass wir Unternehmen, insbesondere Banken, mit Systemrelevanz haben, die so groß seien, dass sie nicht in die Insolvenz gehen könnten, frage ich mich, warum wir dies zulassen. Es ist auch rechtsstaatlich kaum vermittelbar, dass die Insolvenzordnung nur für kleine und mittlere Unternehmen gelten soll und Banken nahezu vollständig ausgeschlossen sind. Liebe Freunde, verkleinern, zerlegen, entmachten wären die liberalen Antworten auf diese Entwicklung. Möglichkeiten hierzu bestehen doch bereits. Liebe Freunde, wollen wir wirklich akzeptieren, dass in Deutschland Hedgefonds ihr Unwesen treiben können, die auf den Untergang von Staaten und damit die Existenzvernichtung von Tausenden von Menschen wetten? Wollen wir es wirklich zulassen, dass in Deutschland Firmen am Markt sind und den Wettbewerb verzerren, deren wirtschaftliche Überlebensfähigkeit davon abhängt, dass der Staat die dort gezahlten Löhne aufstockt und so der Steuerzahler oder Abgabenschuldner die Betriebskosten senkt? Liebe Freunde, wir kämpfen in Schleswig-Holstein für eine Regulierung der Finanzmärkte. Wir kämpfen für konsequentes Handeln zur Verstärkung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, das heißt des Wachstums des Bruttoinlandsproduktes. Wir kämpfen für einen konsequenten Schuldenabbau mit entsprechenden Sparanstrengungen und wir kämpfen auch dafür, dass es regional und branchenspezifisch unterschiedliche Lohnuntergrenzen geben muss, die jedenfalls dort von einer Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie Sachverständigen festgesetzt werden soll, in denen es Tarifpartner nicht gibt oder sie zu schwach sind. Und wir wollen nicht zulassen, dass der Schutz geistigen Eigentums auf dem Altar einer angeblich grenzenlosen Netzfreiheit geopfert wird. Und, liebe Freunde, wir kämpfen für eine Bildungslandschaft, in der wir den Schulen die größtmögliche Eigenständigkeit geben wollen, über die Umsetzung ihrer pädagogischen Konzepte zu entscheiden. Ob sie binnen- oder außendifferenzierten Unterricht anbieten wollen, ob sie das Abitur nach 8 oder 9 Jahren anbieten, ob sie jahrgangsübergreifenden Gruppenunterricht anbieten wollen oder nicht. Wir trauen den Menschen, den Lehrern, Eltern und Schülern einfach etwas zu und wir sind sicher, dass nur so alle Begabungen und Fähigkeiten angemessen entwickelt und gefördert werden können. Eine Schule für alle führt nicht zu Ergebnissen, die die Unterschiedlichkeit der Menschen respektiert. Sie nährt die Illusion, dass jeder alles erreichen kann. Dass dies falsch sein muss, erschließt sich bereits aus der schlichten Erkenntnis, dass selbst 2 Jahre mehr Gesangsunterricht aus mir keinen Opernsänger hätte werden lassen. Ich merke das Lachen schon, auch wenn einige hier wahrscheinlich klammheimlich denken, dann wäre uns vieles erspart geblieben. Liebe Freunde, erklären wir den Menschen das Ziel unserer Politik, ihnen die Wahlfreiheit zu geben, ihnen Verantwortung zu überlassen für sich, ihre Familie, ihr Umfeld. Und erläutern wir dann die Mittel, mit denen wir jeweils diese Ziele verwirklichen wollen. Unser Wahlkampfslogan in Schleswig-Holstein lautet: Wählen Sie doch, was Sie wollen. Das setzt die Befähigung und die Möglichkeit zur Entscheidung voraus, denn es ist Ihr Leben, das Leben der Menschen in Schleswig-Holstein, um das es geht. Nach Schleswig-Holstein kommt Nordrhein-Westfalen. Nach mir kommt jetzt Christian Lindner und vor uns allen liegt eine goldene Zukunft. Herzlichen Dank.